Das Silber, ich komme. Beziehungsweise wir kommen. Was ist das denn da? Was zum Teufel? Woo! Eine von der Silvers Überraschungen. Er ist in der Nähe. Carter, rein mit ihnen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Los, zum Sender. Schnell! Ja, die machen wir jetzt wohl von hinten. Ein Drecksack. Oh, guck mal, jetzt sind wir alle hier, ne? Was ist das denn nochmal? Das Silberfalle? Ach so, damit können wir so eine Falle auslösen. Ach, guck mal an. Hebe es an! Hebe es an! Geben Sie ihm den Rest! Angriff! Ach, oh Gott. Bam! Das hat ja gut funktioniert. Ah, Ein Insektoiden, der schaffst du wohl locker. Oh, Granate. Victor! Warum kann ich nicht schießen? Hallo? Hilfe! Ich helfe ihn wieder auf die Beine. Das ist ihr Ziel. Auf den Weg! Gleich wieder auf den Beinen. Zünder sind scharf. Geben Sie das Kommando. Stehe unter Feuer! Kann ich nicht. Wieso kann ich das nicht? Eiskalten Rücken geschossen, würde ich sagen. Oh ja. Lauf, lauf, lauf. Probieren wir das einfach mal aus. So. Ach so, oh lol. Oh, die habe ich vorher nicht gesehen. Das Silber, jetzt! Schalten Sie sie aus. Mach. Na, Wumms. Wie seid ihr denn das nicht getroffen? Wie frech ist das denn? An der Tür. Ja, wo denn sonst? Ach, das Silber, ey. Erstmal Waffen einsammeln. Ey, krass, wie viel Sprengstoff der hier hat. Wo denn das alle her? Hier ist ja echt alles vermint. Nice. Dachte nicht, dass ich sie wiedersehe. Auf hören. Das Silber. Großer Gott, was ist passiert? Wo ist der Rest Ihres Teams? Ich bin der Rest. Wir müssen reden, solange ich noch kann. Kommen Sie. Scheiße. Die suchen mich schon seit Tagen. Machen Sie sich bereit. Oh nein! Was ist das denn? Was ist das denn für ein Cheater? Oh mein Gott. Bekommen Sie. Gebt ihnen die Bomben zu fressen. Ja, werde ich tun. Der macht dir Damage, ey. Moment mal. Ja, brauchst du noch gar nicht. Den Technologie-Commander, den werden wir mal hochheben. Dann können wir mal schön auf den draufballern. So wie jetzt.
Ach, da ist er nämlich down. So, dann haben wir ja noch so was wie Granaten. Hier, viel Spaß damit. Dann haben wir noch hier ganz viel explosiven Quatsch. Oh, das sieht doch gut aus. Bums. Hahaha. So, das Geschütz schießt schön auf mir rum. Oh, wobei, der Djinn hat gerade ganz schön um den Sack gekriegt. Schieß mal auf den da. Und du machst mal den da. Nice. Oh, da kommen ganz viel schwarze Grütze. Huiuiuiui. Haben wir eigentlich was? Ah, stimmt. Ich konnte auch so einen Quatsch schmeißen. Guck damit. Lass meinen Scharfschützen in Ruhe. Lulul. Ach nee, das ist mein Kommando. Ja. Nee, das ist wohl mein Scharfschütze. Wusste ich doch. So, da kommen wieder neue Leute angerannt. Spotte mal. Nein, nicht den Geschützturm. Den da. Genau. Da können wir schön hier hingerannt kommen. Und jetzt, was kann denn hier noch Bumm machen? Das hat zum Beispiel. Ach Quatsch, ich will ja nicht den Streulaser haben, ich wollte nachladen. Oh fuck. Oh geil. So, wen können wir denn noch spotten? Den da. Dann schießt du auf den. Nice. Hier, Granaten. Die Spinner. Oh fuck, der hat auch eine geschmissen. Weg da, Jungs! Wie, der wurde... Nein! Komm schon. Lebe. Jawohl. Hui. Meine Fresse, wie viel kommen denn da? Ja, warte mal, auf dem schießt der eh schon rum. Der ist flankiert. Der ist viel gefährlicher. Du schießt auf den Flankierten hier, Junge. Du schießt auf den, den ich jetzt hochheben werde. Jetzt. Weg! Wir werfen Granaten. Komm schon. Sehr schön. Ach komm, jetzt mach den letzten da weg. Und jetzt hier hoch? Wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du. Ja, dich hole ich jetzt da weg. So einfach ist das. Ach du Kacke. Da brauchen wir auf jeden Fall so einen Silakuin. Hoffentlich lenkt er den ab. Können wir noch irgendwas sprengen, was in seiner Nähe ist? Ne. Gott, Alter, ist das Ding groß.
Nicht mal ein Kratzer. Muss da weg. Muss da so weit von weg. Und du auch. Ich weiß doch noch nicht, wo du hinlaufen musst. Fuck. Aber Junge, du musst da weg. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bleib hier. Ich werf das Ding in die Luft. Willst du den verspotten? Das wäre gut, da hinten liegen nämlich noch zwei Sprengladungen. Das Blöde ist, der Kollege... Guck mal, was passiert, wenn er gespottet wird. Nice. Alles klar. Komm hier hoch. Baller dem einen rein. Jetzt machen weg! Oh fuck. Du kommst auch sofort hier hoch. Munition aufgebraucht. Oh oh. Nice, der ist down. Alter Schwede. Das war ja gar nicht knapp. Ich wollte sagen, das war ja ganz einfach. Da ist es für den Kommando fast vorbei gewesen. Haben wir echt sowas wie... Nee, Level Up haben wir nicht, ne? Nö, frech. Frech. Obwohl wir so viel EP gekriegt haben. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Laserwaffen hier einsammeln. Alles ganz. Ach, Pistolen. Er braucht schon Pistolen. So, Laser voll. Dann kommen wir eigentlich weiter. Granaten haben wir auch aufgenommen, alles klar. Ich befürchte für das Silver das Schlimmste, dass der uns nicht mehr viel erzählen kann. Morgenansage. Guten Morgen, Pima. Wir alle hier bei KNOV möchten uns gerne ein paar Minuten Zeit nehmen, um euch alle daran zu erinnern, es ruhig angehen zu lassen und auf euch zu achten. Hier zieht gerade eine Grippewelle durch und ich will ja nicht, dass sich einer meiner loyalen Zuhörer was einfängt. Also trinkt reichlich Wasser, wascht euch oft die Hände und haltet die Hand vor den Mund, wenn ihr hustet. Ihr kennt das ja. Denkt dran, ein Tapfel am Tag hält euch den Onkel Doktor vom Leib. Oh mein Gott, hört sich auf Deutsch scheiße an. Und der Löffelmann Supermarkt hat gerade nicht nur Äpfel im Angebot, sondern auch die Literflasche Brock's Ginger Ale. Also schaut euch mal bei, schaut heute mal bei Löffelmann vorbei. Euer Mike Chira, Disc-Jockey bei Radio KNOV. Oh, hier sind Aufzeichnungen. Ich höre nix. Na dann. Dann nicht. What the fuck? Wieso werden die Gespräche übersprungen? Was ist das denn? Ohne Spaß. Also ich drück nichts. Normalerweise muss man ja bestätigen, dass man die Dialoge überspringt. Was ist das denn? Wie haben sie sich infiziert? Ach so. Ja, ganz klar. Worauf muss ich denn da achten? Ach so, auf nix.
Ja, okay. Wir werden Heilmittel finden. Ah, nee, werden wir eh nicht. Ja, okay, wir müssen los. Ach so. Der. Also. Der will entweder Harakiri machen oder ich soll ihn mitnehmen. Ja, vielleicht finden wir so etwas wie ein Heilungsmittel. Irgendwann mal. Barnes, das Silver muss evakuiert. Was ist das denn für ein schlimmer Fehler? Ohne Spaß. Ich fand die Story bisher eigentlich ziemlich geil, aber. So was können wir noch nicht tun. Unter dem Supermarkt. Huhuhu, Geheimtür. Ach nö, das ist aber ein blöder Fehler. Ah, die quarzen sich erstmal alleine. Haben wir hier die Pflicht eines Polizeioffiziers. Captain Garner, wir haben diese Dinger entdeckt. Das müssen Außerirdische sein. Ach, Captain Obvious, ey. Sehen aus wie aus einem billigen Horrorstreifen. Eine Patrouille dieser Monsterkampfverbände und Officer Meyer riss einen... Meyer riss einen Witz über ihre Gesichter. Die wären einfach vorbeigelaufen, wenn Meyer seine verdammte Schnauze gehalten hätte, aber er wiederholte sich andauernd und weckte so ihre Aufmerksamkeit. Die Bastarde haben Caruso getötet, bevor Officer Bull und ich sie ausschalten konnten. Woher kenne ich denn noch Caruso? Aus welchem Film? Hm. Caruso. War das nicht Saving Private Ryan? Na egal. Officer Meyer wiederholte auch danach noch den Witz immer und immer wieder. Muss durchgeknallt sein, der arme Kerl. Kann ich ihm nicht verdenken bei dem, was wir erlebt haben. Wir sind jetzt bei Radio KNOV untergetaucht. Die haben den Laden ganz schön stabil gebaut und wir haben selbst noch ein paar Verstärkungen eingebaut. Leider müssen wir bald weiter. Unsere Vorräte gehen zur Neige, diese Aliens haben bessere Waffen als wir und sie leiden auch nicht unter Schlafmangel und dem Zwang, sich dauernd zu verstecken. Nein, sie stolzieren einfach rum, als würde ihnen das alles gehören. Vielleicht tut es das auch schon. Wir dringen in den Turm ein, um zu sehen, was sie mit den Leuten anstellen. Das ist meine Pflicht als Polizist. Wir gehen runter zum Leffelman Supermarkt. Der scheint dicht an der Basis des Turms zu sein. In der Zwischenzeit muss ich auf Meyer Acht geben. Lieutenant Mark Giemzer, Bereitschaftspolizei Pima. Aha. Hier sind die also untergekommen. Da liegen noch die Schlafdinger. Eigentlich gar nicht schlecht. Da kann man hier hoch, um da ein bisschen rumzuballern. Ja, das mit den Gesprächen tut mir leid, aber da kann ich echt nichts dran machen. Vielleicht... Gehen Sie, Will. Sie haben eine Mission zu erfüllen. Ja, alles klar. Zum Vorposten der Outsider gelangen. Ich denke, wir sind dann weiterhin auf dem Weg zum Turm. Ja. Und, ja, keine Ahnung, vielleicht... Moment. Vielleicht kann ich das ja so machen. Moment, Nachschubstation mal eben kurz benutzen. Ach, ich hatte ein neues Paket, ne? Das Taktika-Pack. Also das erhöht ja alles. Fähigkeitenreichweite wird erhöht, Waffenschaden wird erhöht und verringert den Schaden durch Feindfeuer. Das ist eigentlich ganz geil. Also räum's. So, Turner war unser Scharfschütze. Der hatte hoffentlich immer noch das Scharfschützen-Pack. Jawohl. Jin, würde ich sagen, der kriegt dann nicht mehr das Wächter-Pack. Sondern das hier. Ich weiß nicht, wie viel mehr Leben, beziehungsweise wie viel mehr Damage man durch welches Pack aushält. Aber das erhöht einfach mal alles. Zumindest laut dem Text. Also, ran damit. So, Toshido und so weiter, um die kümmern wir uns später. Ja, das war die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 15.30 Uhr gibt es wieder eine. Ich hoffe einfach mal, dass, wenn er jetzt speichert... Na, Blödsinn. Jetzt hat er gespeichert. Alles klar, wir sehen uns morgen. Tschüss.